Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Deponia. Es ist leider wieder einige Zeit vergangen, unter anderem auch, weil ich krank geworden bin. Und mit krank meine ich wirklich krank, nicht nur eine kleine Erkältung. Und ja, da ist es leider ein bisschen, ja, hat es wieder gedauert. Tut mir wirklich, wirklich leid, aber ja, das wird leider häufiger vorkommen, dass die Folgen etwas unregelmäßig kommen. Nichtsdestoweniger kommen sie und deswegen hoffe ich, dass ihr dabei bleibt und ja, das Let's Play weiter verfolgt, wenn es euch dann Spaß macht. So, beim letzten Mal, Rufus, alles gut? Ja, sind wir stehen geblieben hier, haben hier unten Ofen angezündet mit den Memos, die wir gefunden haben, haben Waschmittel reingemacht, haben unsere Socken gewaschen und sind nicht weitergekommen. Ja, ich bin ehrlich, ich habe nachgeguckt, weil ich es mir nicht erklären konnte und ja, ich weiß jetzt, woran es liegt. Toilettentür auf und dann hier ein Pömpel, den man kaum sieht, weil der Rufus davor steht. Na gut, jetzt haben wir ihn und das heißt, jetzt könnten wir, glaube ich, mit der Plörre hier, denke ich. Boah, was für eine Plörre. Pömpel? Ja, vielleicht? Da gibt es leider nichts zu Schade. Pömpeln. Schade. Wo ich doch so gerne pömple. Natürlich. Wo können wir denn dann pömpeln? Hier vielleicht? Mal gucken. Ja. Da, im Waschbecken. Da gibt es leider nichts zu pömpeln. Auch nicht. Schade. Wo ich doch so gerne pömple. In der dunklen Ecke? Können wir da pömpeln? Nein, die Ecke war mal ein, aber mittlerweile... Okay, dann nicht. Kühlschranktür bestimmt. Warte. Bestimmt auch nicht, oder? Da gibt es leider nichts. Nee. Schade. Wo ich doch so gerne pömple, ja. Nee, da gibt es auch nichts zu pömpeln. Da gibt es leider schade. Ich sehe gar nicht ein, warum ich den Abwasch ja, machen soll. Warum Toni soll ich hat darin machen? Viel mehr Übung. Genau. Kühlschranktür. Ist auch nichts. Wo kann man denn hier nur was pömpeln? Ja, bestimmt. Wird? Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber gut, ein Mauseloch haben wir gefunden. Die Maus ist schon vor langer Zeit abgehauen. Was nicht heißt, dass ihr Plan besser war als meiner. Ja, das stimmt wohl. Aber vielleicht können wir... Aber ja... Das und das. Jetzt kann das Mistvieh was erleben. Yay, eine Falle mit Köder. Put, 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 komm zu Papa. Ha, hab sie. Yay. Die wird ganz schön leiden beim nächsten Zähneputzen. Die arme Zahnbürste. Die hat auch schon mal bessere Zeiten erlebt. Ja, glaube ich auch. Ja, im Hintergrund solltet ihr sie wieder hören. Ist Moira? Nein, ich habe noch nicht zu Ende. Ja, warte, warte, warte. So, in den Koffer. Zahnbürste? Check. Hm, ich scheine alles zu haben. Er lässt sich nicht mehr schließen. Irgendwas muss ich wohl wieder auspacken. Aber was? Ich habe keine Ahnung. Also, den denke ich jetzt mal nicht. Zahnbürste. Ich würde jetzt sagen, entweder die Socken oder der Proviant. Wir nehmen mal die Socken. So viel Platz nimmt das nun auch wieder nicht weg. Ja, dann... So viel Platz nimmt das nun auch wieder nicht weg. Der hier bestimmt. Mit diesem Monstrum im Gepäck bekomme ich den Koffer niemals zu. Wo ich hingehe, brauche ich keinen Seitenschneider. Was hatte der überhaupt auf der Liste verloren?
Jetzt passt es. Dann kann's ja losgehen. Autsch! Das gibt eine Zerrung. Hey Rufus, spar dir die Kraft. Für den unvermeidlichen Sturz in die Tiefe. Und du, Wenzel, spar dir den Sarkasmus für jemanden, der schlechter vorbereitet ist. Ich habe dieses Mal alles berechnet. Das wird ein Spaziergang. Das hast du das letzte Mal auch gesagt. Und wir haben Tage gebraucht, um den Kaktus aus deinem Ohr zu entfernen. Schrott von gestern. Dieses Mal wird alles klappen. Und wenn mir schließlich eine elysianische Orbit-Elfe den Nacken massiert, werde ich einen Augenblick innehalten und über dich lachen. Nur zu. Kann ich dann deine Sachen haben? Na klar, bedien dich. Als würde es auf diesem Müllhaufen auch nur irgendwas von Wert geben. Es wird wirklich Zeit, all das hinter mir zu lassen. Super. Ich hoffe, du hast daran gedacht, die Harpune zu kalibrieren. Mach ich noch, sobald ich die Sachen in der Kapsel verstaut habe. Na dann sieh zu. Du weißt doch, wie exakt der Organon seine Fahrpläne einhält. Mhm. So, und wohin jetzt damit? Na, ich denke mal da rein. Da ist kein Platz. Wieder ist kein Platz. Nee. Ja, ich denke... Ein Sitz. Auf den kann ich vielleicht am ehesten verzichten. Ja, dann? Kein Problem. Mist, der ist ja festgeschraubt. Ich glaube, ich weiß jetzt, wofür du den Seitenschneider gebraucht hast, mein lieber Rufus. Eine Bedienungstafel. Ah. Okidoki. Ich muss übrigens sagen, ich mag die... nein! Musik. Sehr. Die ist ziemlich cool. Von dem Spiel. Auf den kann ich vielleicht am ehesten verzichten. Eine Schiene? Da war der Sitz dran befestigt. Ich brauche irgendeinen Ersatz. Da ist kein Platz. Dann einen Ersatz brauchst du. Okay. Okay, wir können also wieder in Tonis Haus. Da ist die Kapseltür. Bedienungstafel. Mal gucken. Ich muss erst noch den Koffer verstauen. Diesmal will ich besser vorbereitet sein. Okay. Also, hier ist nichts mehr, das heißt, aber wir können jetzt in Tonis Haus wieder rein. Vielleicht finden wir da noch was. Ein Waschbecken, wo wir immer noch was machen können. Den können wir nicht mitnehmen. Hausapotheke. Warte, was haben wir jetzt alles? Einmal kurz gucken. Warte, Hausapotheke. Vielleicht können wir dann... doch wirklich dafür benutzen. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Oder auch nicht. Verdammt. Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Einmal hoch mit uns. Vielleicht mit der Truhe? Ich habe aufgegeben. Ich will sowieso. Ja, wie möchtest du. Das wird den Ausblick auch nicht verbessern. Vielleicht hättest du da was abmachen können. Hätte ja sein können. Den nehmen wir auch nicht mehr mit. Nein, okay. Die Fluchtpläne, dann gehen wir da mal runter. Kommen wir jetzt vielleicht dahin? Ja, wir können vor Tonis Hütte. Hanek, okay. Eine Klingel. Eine Chilischote. Toni hatte schon immer einen seltsamen Geschmack, was Blumen anbetrifft. Können wir die mitnehmen? Autsch, heiß! Okay, heiß. Wir müssen doch bestimmt mit dem Hanek reden, oder? Oh, ein Briefkasten. Ein sattelförmiger Kasten. Der Klassiker. Kein Problem. Mist, der ist ja festgeschraubt. Ah. Okay, dann vielleicht mit dem...
Okay. Hanek, hallo. Hallo, Hanek. Hi. Na. Rufus. Ach, ich bin so schlecht mit Namen. Ist der Tunnel etwa wieder gesperrt? Ja, es gab einen Einsturz im Sektor 7. Schon wieder eine Schrottlawine? Dieser ganze Müll geht mir so auf den Senkel. Gut, dass ich bald hier weg bin. Ach, bist du das? Oh ja. Naja, zumindest nicht durch diesen Tunnel. Hast du Toni irgendwo gesehen? Toni? Groß, grantig, speit Feuer. Meine Ex-Freundin. Ach, Toni. Die ist doch bestimmt in ihrem Laden und muss arbeiten, wie jeder andere Mensch. Anwesende ausgeschlossen. Ich werde endlich hier wegkommen. Schon wieder einer deiner brillanten Pläne? Diesmal kann nichts schiefgehen. Aber sicher. Und ich nehme mal an, dass du hier rumläufst, hat auch nicht mit irgendwelchen Problemen zu tun? Hat es auch nicht. Ist doch gut. Naja, der Plan an sich ist perfekt, aber... Jetzt kommt es. Ich muss nur noch die Kapselstart fertig machen. Die Harpune ausrichten, die Lunte zünden und los geht's. Aha. Und dann? Dann lenken die Raketen einen starken Elektromagneten direkt auf den vorbeifahrenden Organon-Kreuzer zu. Die Fluchtkapsel ist über eine lange Kette mit dem Magneten verbunden. Sobald der Magnet erst einmal am Kreuzer haftet, kann ich die Kette über eine pedalbetriebene Winde einziehen. Ich verstehe. Und dann? Dann bringt mich der Kreuzer auf direktem Wege nach Elysium. Na, ich kann mir nicht vorstellen, wie das schiefgehen könnte. Irgendwie passt mein Koffer nicht mehr in die Kapsel. Hast du etwa vergessen, ein Staufach einzubauen? Ich sehe schon, dein Plan ist wasserdicht. Ich krieg das schon hin. Sicher. Ich schreib dir eine Karte aus Elysium. Mach das. Okay. Wir haben einen Ersatzplatz-Ding. So, wir gehen wieder zu Tonis Haus. Gehen wieder hier hoch. Von A nach B und dann zu C und D. So, einmal hinter Tonis Hütte. So, und dann nehmen wir den Briefkasten und setzen ihn da drauf. Hoffentlich. Ha, passt. Ja. Können wir den Koffer jetzt auch noch? Da ist kein Platz. Nirgends? Achso. Was haben wir noch? Den Sitz, Schraubenschlüssel, Handschweißgerät. Okidoki. Eine Lunte. Das wird ein spektakulärer Abgang. Na, Wenzel? Hey, Wenzel, was gibt es? Schon ein Zeichen von Organon? Nope, aber sie werden da sein. Der Organon ist immer pünktlich. Nicht umsonst stellen wir unsere Rathausuhr nach ihnen. Was weißt du noch über den Organon? Genauso wenig wie du. Also eigentlich nichts. Genau. Sie sind so undurchsichtig wie unser Grundwasser. Gut, dass sie uns in Ruhe lassen. Glaubst du auch, dass es in Elysium unendlichen Reichtum gibt? Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ich habe. Tja, aber ich werde viel mehr davon haben. Mein armer, armer Wenzel. Wegen des Plans. Gibt es Probleme? Probleme? Nein. Nein. Der Plan ist perfekt, aber... Was passiert, wenn ich alles verstaut habe? Dann warten wir auf den Organon-Kreuzer. Sobald er da ist, zündest du die Lunte an und nichts wie ab in die Kanzel. Du hast die Harpune doch kalibriert, oder? Noch nicht, ist ja wohl noch Zeit. Puh, wenn du meinst. Also packen, kalibrieren, Lunte zünden. Und puff,
katapultiere ich mich in die azurne Bläue der oberen Sphären. Naja, zumindest besteht die Chance, dass der Magnet den Kreuzer trifft. Aber... Nichts aber. Diesmal wird alles klappen. Ich werd's dir zeigen. Ich werd's allen zeigen. Es wird auf jeden Fall sehenswert. Noch irgendwelche Probleme? Der Koffer passt nicht mehr in die Kapsel? Der Koffer passt nicht mehr in die Kapsel. Hast du etwa nicht daran gedacht, ein Staufach einzubauen? Klar habe ich daran gedacht. Aber... Wo ist denn das Problem? Ich sagte doch, es gibt kein Problem. Der Plan ist perfekt. Und wer bin ich dir zu widersprechen? Ein Nichts. Noch was? Nein. Keine Probleme. Wieso? Natürlich nicht. Wie komme ich bloß darauf? Ich weiß es nicht. Ich mache mich dann mal wieder an die Arbeit. Besser ist das. Du hast nicht mehr viel Zeit. Vielleicht... Das Staufach da. Ja. Da muss nichts geschraubt werden. Da! Da muss nichts geschraubt werden. Doch, sonst hast du da keinen Koffer. Dann müssen wir den einfach so... Das Staufach ist zu. Da muss nichts geschraubt werden. Aber das Staufach ist zu. Also, schrauben und rein. Und dann los. Bedienungstafel, Harpune. Ich muss erst noch den Koffer verstauen. Diesmal will ich besser vorbereitet sein. Dann mach das doch. Nimm dir den Koffer und pack ihn da rein oder schraub das erst auf, Rufus. Das Staufach ist zu. Ja. Möchtest du es aufschweißen vielleicht? Da habe ich jetzt lange genug dran rumgeschweißt. Dann nimm den Schraubenschlüssel und da muss zack. Nichts geschraubt werden. Okay, wenn du es sagst. Gehen wir nochmal in Tonis Haus und gucken vorne. Vielleicht finden wir ja da noch was. Ich bezweifle es zwar, aber ja, gut. Gott sei Dank bin ich ein Geschenk. Ja, das will nicht. Verdammt. Genau. Hoppala. Ja. Gucken wir nochmal vorne nach. Vor Tonis Hütte. Danke sehr, Rufus. So, wir haben eine Klingel, die haben wir noch nicht benutzt. Passiert nichts. Okay. Chilischote. Da ist alles nix, ne? Du kannst mal mit uns sprechen und das ist alles. Ich glaube, wir das ja machen. Wisch. Fackeln einfach mal die Chilischote ab. Die ist schon heiß genug. Schade, hätte ja sein können. Aber was wir auch mal machen können ist, wir speichern mal. Und überschreiben, genau. Danke sehr. Und gehen dann wieder zu Tonis Haus. In der Hoffnung. Gehen zu Tonis Haus. In der Hoffnung, hier wieder irgendwas zu finden, was wir nutzen können. Ich meine, hier können wir noch was aufmachen. Ist hier vielleicht noch irgendwas drin, was ja, man sich angucken könnte? Nein. Ich sehe gar nicht ein, warum ich den abwaschen. Toni hat darin viel... Ich bezweifle es zwar. Ich mag kein sauberes Werkzeug. Das sieht dann immer so aus, als würde man nicht arbeiten. Okidoki. Die Maus ist schon voll lang. Was nicht heißt, dass ich... Den Pömpel können wir auch nicht nehmen, ne? Da stecke ich meine Hand garantiert nicht nochmal rein. Armer Rufus. Da ist aber auch nichts mehr. Da ist auch nichts mehr. Das heißt, es muss wirklich hier noch irgendwie was sein.
Da können wir nichts machen. Hier können wir nichts machen. Da möchte er was machen. Da auch. Hier unten ist auch nichts. Was ist es wirklich hier mit dem Koffer? Briefkasten. Ich glaube zwar nicht, dass man da noch was machen kann, aber wer weiß. Sagt er nur das? Na, und jetzt? Okay. Koffer ins Staufach. Das Staufach ist zu. Mach es auf! Du sollst es doch einfach nur aufmachen. Der passt da nie im Leben rein. Wofür haben wir ihn dann? Der ist jetzt wohl überflüssig. Da muss nichts geschraubt werden. Rufus, so werden wir keine Freunde. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Aber absolut keine Freunde. So, wer hat gesagt, er mag kein sauberes Werkzeug? Sollen wir das nicht vielleicht schmutzig machen? Boah, was für eine Plörre. Toni sagt, ich bin. Das ist einfach. Dabei warte ich schon seit. Schraubenschlüssel. Ich mag kein sauberes Werkzeug. Das sieht dann immer so. Okay, dann halt nicht. Mal, was man machen könnte. Ofen, Sofa, Topf. Gute Frage, gute Frage. Aber gut, ich denke, im Zweifelsfall reicht es dann auch erstmal für heute. Ich speichere noch einmal. So. Speichern. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, eure Miss Nanunana. Ciao, ciao.